So, auch von mir dieses Jahr erstmals mal ein Prospektvideo, aber hier keine Kaufberatung, keine Einkaufsliste und so. Ich zeige euch einfach nur mal, was es regional hier gibt im Raum Mittelhessen. Bei Lidl heute das Prospekt bekommen. Hier standardmäßig Arena of Rockets, Goldraketen und Highspeed Bombs, echte Klassiker. Und die gibt es ja auch überall. So, dann kommen wir jetzt zu den regionalen Unterschieden. Da haben wir hier zum einen die Twister. Dann die Final Countdown als Neuheit. Hier unten die Stormy Flash. Und ja, bei uns gibt es die Big Surprise und die Matrix Batterie. Dann hier New Beast Master, irgend so ein Verbundfeuerwerk und diese F1 Zauberlichter. Ja. So, dann weiterhin das Rocket Clash, eine Neuheit 2019. Damals regional, glaube ich, eher im Osten. Diesmal in Hessen, Hellboy, Goldfinger. Ja, genau. Und diese Seite hier müsste auch noch regional unterschiedlich sein. Und diese Artikel haben wir dann statt den Nico-Artikeln. Die gibt es hier leider nicht. So. Das ist soweit einheitlich. Der Devil mittlerweile wieder überall verfügbar. Discovery hier deutlich günstiger geworden. 2,49. Wie gesagt, nur eine kurze Übersicht. Keine Kaufberatung, keine Einkaufsliste. Ich bin eh nicht so der Discounter-Käufer und ich werde einfach spontan mal vorbeischauen. Und ja, ohne Einkaufsliste einfach mal durchgucken. Und es gibt einfach schon genug Videos. Dann haben wir hier die Firefly. Es ist auch ein regional erhältlicher Artikel. Ja, der Rest wieder, soweit ich weiß, einheitlich. Ja, Flashbang, echter Klassiker, das Kara Inferno, auch echt ein Klassiker, wobei man sich das schon lange nicht mehr kaufen kann. Ja, dann Fire Fantasy immer noch für 7,77. Das ist immer noch ein Top-Sortiment, das werde ich mir sogar auch mal mitnehmen. Leuchtspektakel teurer geworden, dadurch fast schon uninteressant. So, das war es im Prinzip auch schon. Einfach nur mal kurz, damit ihr seht, was gibt es im Raum Mittelhessen, beziehungsweise ich glaube, es ist in ganz Hessen einheitlich. Nico gibt es hauptsächlich in Berlin, Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg. Da muss ich dann vielleicht mal einen Kollegen bemühen, dass ich auch das Phantoms and Ghosts Sortiment noch bekomme. Ja, das war's soweit.